Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von The Austrian Tech. Heute zeige ich euch, wie ihr mit Hilfe eines einfachen Videoconverters und einem Browser namens Safari, den ihr hoffentlich alle kennt, ein YouTube-Video downloaden könnt. Das erste, was ihr machen müsst, ist auf den Browser Safari zu klicken und dann auf eine Seite zu gehen auf YouTube, die ihr euch herunterladen wollt. Ich habe jetzt Monster Beats Tour by Dr. Dre Unboxing genommen, weil das ein Vorgängervideo von unserem Kanal ist, ja. Das erste, was ihr machen müsst, ist sehen, dass das Video läuft. Das habe ich jetzt hier leider vergessen, aber ich werde es gleich machen. So. Dann müsst ihr auf Aktivitäten gehen, das findet ihr im Fenster unter Aktivitäten. Und dann müsst ihr sowas suchen, wo da steht jetzt bei mir 4.1 von bla 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 Megabyte. Hier klickt ihr einmal drauf und wie ihr seht, einfach und sofort, es wird gedownloadet, keine Komplikationen, nichts. Das könnt ihr euch jetzt im Finder anzeigen lassen. Jetzt müsst ihr noch warten, bis es fertig geladen hat. Unterdessen könnt ihr den Videoconverter schon aufmachen. Den Link werde ich euch in die Description stellen. Und ja, dieses Programm ist frei, also Freeware, frei zugänglich für jeden. Und ja, jetzt müssen wir noch warten, bis das fertig geladen hat. Unterdessen kann ich euch zeigen, es kann konverten für alle Android-Geräte und Apple-Geräte, also iPhone, iPod Touch. Alles, was ihr heute auswählen könnt. Sogar für die PlayStation Portable. Ich möchte das jetzt aber fürs iPhone machen. Jetzt kann ich noch einstellen bei diesem Programm, ob es gleich eine Kopie an iTunes senden soll. Also, dass ich das dann gleich in iTunes machen, anschauen kann. Und ja, jetzt müssen wir noch kurz warten, bis das fertig gedownloadet wird. So, jetzt ist es fertig. Diese FLV-Datei, die ihr erhalten habt, müsst ihr nur hier reinschieben und auf Convert unten rechts drücken. Es ist wirklich sehr einfach und benutzerfreundlich angelegt. Ein wirklich benutzerfreundliches Programm. Ich kann es nur wärmstens weiterempfehlen. Und von der Download-Geschwindigkeit, Safari könnt ihr zumachen, von der Convert-Geschwindigkeit, nicht von der Download-Geschwindigkeit, ist es auch schnell. Wir sind jetzt schon bei 80%, ich meine, ja. Unter der FLV-Datei, die ihr zuerst gedownloadet habt, convertet es dann eine MP4-Datei und danach wird iTunes automatisch geöffnet. Das Video ist auch gleich in iTunes und ihr könnt es sofort anschauen. Und es ist das ganze Video. Ich habe nämlich zuerst schon etwas gehabt, ein Programm ausprobiert und das hat nur 3 Minuten konvertiert und naja, das war nicht so toll. Ich habe mit diesem Programm auch schon Buffalo Soldier und die Coverversion und die Original For Somebody That I Used To Know heruntergeladen und es hat super funktioniert. Das war's auch schon. Danke fürs Ansehen. Euer Austrian Tech.